So, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid hier auf dem Format, auf dem YouTube-Kanal von CMC Markets. Tja, wir haben einen Top im Markt an der 423.6er Extension. Wir sind nicht ganz dran gekommen an das Level von 12.584. Das hatte ich heute auch im Tagesausblick vorgestellt. Im 4-Stunden-Chart sind wir ja hier aus so einer Flagge ausgebrochen und diese Ausbruchsbewegung wurde begleitet durch so ein prozyklisches 1-2-3-Trendfortsetzungsmuster. Ich kann es ja auch mal einzeichnen. Hier ist das zu sehen, 332 Punkte ist das stark gewesen. Und ja, diese 332 Punkte haben wir jetzt um 423,6 nach oben verlängert. Nicht exakt, wie man hier erkennen kann, aber wir haben jetzt im Stundenchart ein 1-2-3-Top, das ich hier auch eingezeichnet habe. Hoch von der 1 Uhr Kerze vom 4. Juni von heute Nacht war leicht unter der 12.560.06, also kam kein höheres Hoch zustande. Es wird also hier in dieses Konjunkturpaket, das jetzt verabschiedet wurde, hinein verkauft. Sell on the good news. Es ist also schon im Vorfeld durch den Anstieg um 1000 Punkte seit Sonntagnacht im DAX doch einiges schon in den Kursen an guten Nachrichten enthalten, was jetzt zu Gewinnmitnahmen führt. Dass an der 423.6 ein 423.6er auftaucht, beziehungsweise ein 1-2-3-Top auftaucht, ist etwas, was erwartbar ist. Und dieses 1-2-3-Top ist nun auch aktiv, solange die 12.473-Punkte-Marke nicht wieder überschritten und gehalten und verteidigt werden kann. Das Ganze wird auch bestätigt durch ein entsprechendes 1-2-3-Trendwendemuster im SPX 500 Cash CFD 3114 ist da der neuralgische Punkt 1, dessen Unterschreiten und darunter bleiben eben bedeutet ja, das 1-2-3-Top ist aktiv und wir haben hier bei der 3102 und fortfolgend eben Fibonacci-Preiserweiterungsmarken, die als mögliche Unterstützungen dann fortfolgend gelten könnten. Wo ist es aufgetreten, dieses 1-2-3-Top? Gestern hatte Philipp aus dem YouTube-Chat darauf hingedeutet, dass wir hier im Wochenchart eine deckelnde Trendlinie haben. Fand ich sehr gut den Hinweis, der als Clusterwiderstand auch fungierte mit dem 100% Extensionslevel aus dem Märzboden. Wir haben im März einen 1-2-3-Boden ausgebildet, im Tageschart die 100% Extension dieses ursprünglichen Impulses nach oben. Da sind wir erst drüber gegangen und jetzt haben wir hier dieses 1-2-3-Trendwendemuster, das eben, wie gesagt, so lange intakt ist wie eben die 3114, also wie der SPX darunter handelt und der 3114-Punkte-Marke. Vorbörsliche Spanne im Germany 30 relativ hoch. Wir haben hier also eine Reaktivierung von einem 1-2-3-Trendwendemuster gesehen. Und sind jetzt hier innerhalb der vorbörslichen Spanne unterwegs. Ein Boden kann sich jetzt erstmal nicht bilden, 1-2-3-Tief. Dafür müsste der Markt erstmal auf ein tieferes Tief gehen, die vorbörsliche Spanne zumindest auf Tick-Basis verlassen. Also indizieren, oh, wir wollen einen Abwärtstrend. Und diesen Abwärtstrend könnte man dann eben umkehren. Ansonsten gehe ich davon aus, dass alles innerhalb der vorbörslichen Spanne, in der wir uns jetzt befinden, eben ja, einem Seitwärtstrend zuzuordnen ist und einen Seitwärtstrend kann man nicht umkehren. Lee fragt, ist das auch im US-30 ein 1-2-3-Top im Stundenchart? Nein, interessanterweise nicht. Da ist also das 1 Uhr hoch nochmal ein höheres Hoch gewesen. Im SPX war es das nicht. Also muss man von dem 1 Uhr hoch diesen Abwärtsimpuls anschauen. 26.163.15, also 26.163. Da müsste ein Stundenschluss drunter geschehen, um quasi ein 1-2-3-Top auch im US-30 hinzubekommen. Guter Hinweis hier von Lee.
Philipp schreibt im YouTube-Chat, SPX hat noch das obere Bollinger Band im Daily berührt und ist dann runter. Ja, schönes Beispiel halt auch von dem Weg nach oben, wenn man sich das einfach nochmal rekapituliert. Wir haben ja auch hier quasi ein 1, 2 und dann eine X, ja, und dann wurde das gekauft dieses Levels, es gab also keinen Schlusskurs drunter. Und was war die Folge? Höhere Hochs. Ja, und so hat sich das dann hier auch nochmal zugetragen, wenn man das jetzt hier ein bisschen reinzoomen. Ist glaube ich das so ähnlich, ja, eine 1, 2 und dann auf der Unterseite wurde dann dieses Level gekauft, schon weit höher, ja. Da sind sie auch nach unten gelaufen, sind Käufer reingekommen, hatten ein höheres Hoch. Dann gleiches Spiel wieder. Ja? Also hier wieder eine 1, 2. Dann hier auch wieder der Versuch gewesen. Also, ja, wenn der schon gar nicht mehr zum Test kommt, dann haben wir danach ein höheres Hoch. Ja, und jetzt haben wir diese Verhaltensänderung. Also eine 1, 2, 3. Ja, auch mit einer Bestätigung hier von der 3114. Also was jetzt fehlt, ist eigentlich ein tieferes Tief, was dann vermutlich auch im US-30 dann ein 1, 2, 3 aktivieren würde. Jerenzo schreibt, guten Morgen an dich. Im GE ist bei mir das 1 Uhr hoch höher als das 22 Uhr. Echt? Ja, keine Ahnung. Ich habe das vorhin korrekt, Lorenzo, vielen Dank. Termini 30, 1, 2, 3 ist hoch. Das Hoch von 1 Uhr ist das Hoch. Also gleich dann mit dem US-30, ja. Keine Ahnung, ich habe das vorhin eingezeichnet und hab dann noch so ein bisschen Platz gesehen gehabt und habe das dann angenommen, dass es nicht tiefer ist. Ich habe es nicht geprüft. Mein Fehler. Vielen Dank für den Hinweis. Ändert eigentlich nichts an der Aussage, dass wir ein 1, 2, 3 Top haben. 12, 4, 23 ist allerdings dann der Punkt 1. Also ist der Germany 30 so eine Zwischenlösung oder in so. In so einem Zwielicht zwischen Situation zum US-30 und SPX. Lufthansa hier unten links ein Minus von 2%, 9,76 Tagestief. Ist der Punkt 1 aus dem 1, 2, 3 nach oben aus dem 1, 2, 3 Tief von 27. April die 2,61 bei 10,07. Ist ein Widerstand, der bisher nicht überwunden werden kann. Sollte er überwunden werden, wäre nach oben die 11,42 eine mögliche Anlaufstelle. Eins, zwei, drei, top im
Germany, 30 Stunden Kerzen Intervall. Den Chart stelle ich ins Chartforum, da ist er da verfügbar. Was den Ölpreis angeht, es wird anscheinend eine Verlängerung geben der Fördermengenkürzung und Fördermengenkürzung sind 9,7 Millionen Barrels, werden ja durch die OPEC Plus, die um Russland erweitert wurde, weniger gefördert pro Tag. Und das könnte verlängert werden um 1 bis 2 Monate. Lee weist darauf hin, US-30 aktiviert gerade das 1, 2, 3. Wir sind ja im Stundenkerzenchart, aber ja, unter der Stunde rutscht er da drunter. Stundenschluss aktiviert das dann, wenn ich jetzt im Stundenchart das natürlich beobachte, aber geht nach unten in der SPX auch mit einem tieferen Tief jetzt für diese Bewegung. Ölpreis auch mit dem 1, 2, 3 Top ist auch bestätigt. 38, 41 ist da der Punkt 1. Ja, also wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Wenn man natürlich heute sich dann anschaut, oh, die machen das Konjunkturpaket und Konjunkturprogramm, dann könnte ich ja heute geneigt sein zu sagen, ah, das war nicht ausreichend genug, weil die Börsen fallen ja. Da würde ich aber, das ist, glaube ich, falsch einschätzen, weil die Börsen sind ja bereits im Vorfeld gestiegen um über 1000 Punkte. Also kann man nicht sagen, die Börsenreaktion von heute ist ein Urteil der Börsen über das Konjunkturpaket. So würde ich das nicht sehen. Für Unsicherheit sorgt sicherlich die EZB. Nicht, weil man erwartet, dass die Zinsen anheben. Das wäre also schon ein Kracher, wenn sie das machen würden. Können sie eigentlich nicht. Und auch irgendeine Straffung von Geldpolitik würde nicht den Mandaten entsprechen, die sie haben wollen, nämlich Preisstabilität. Also die werden auf Vollgas bleiben. Allerdings ist erwartet jetzt auch schon, dass das Anleihekaufprogramm ausgeweitet werden wird. 13.45 Uhr könnte da schon ein Hinweis stehen in der Pressemitteilung. 14.30 Uhr ist dann die Pressekonferenz mit Christine Lagarde. Das bitte beachten, heute am Nachmittag ist das kursbeeinflussend. Ein typisches Event, ein Trading-Event heute Nachmittag, dann die Sitzung der EZB. Da habe ich mal ein Video gemacht. So tradet man Eventrisiken. Den Link habe ich in den YouTube-Chat gerade reingestellt. Also das ist nicht die absolute Wahrheit, die ich da drin dann habe, aber es ist ein Ansatz, den ich für sinnvoll halte, also nicht im Vorfeld irgendwie eine Münze werfen und sagen, okay. Ich gehe hier nach Bauchgefühl irgendwie vor. Sondern systematisch sich vorbereiten. Wie, das habe ich eben einen Ansatz gezeigt in dem Video, das ich gerade verlinkt habe. Germany 30 jetzt mit der Möglichkeit für ein 1-2-3 Tief. SPX auch mit der Möglichkeit, nachdem er da gescheitert ist, an einem tieferen Tief hier auch ein 1-2-3 Tief auszubilden. Dann mit der Chance nochmal den Punkt 1 zu testen aus dem Stundenchart.
was der Germany 30 gerade schon getan hat. Philipp, danke für den Hinweis. Sollte es vielleicht den SPX auf eine kleinere Zeitebene umschalten? Das habe ich gerade gemacht, genau. AO schreibt, nach oben sind noch zwei Gaps offen. Klär mich bitte auf, ich achte eigentlich nicht auf Gaps und Kurslücken. Nicht, weil ich sagen will, dass das nicht funktioniert, aber es gehört halt nicht zu meinem, sag ich mal, Arsenal dessen, was ich beobachte und beachte. Nel Asa, ja, da ist einiges an Bewegung drin. Wir haben eine Wasserstoffförderung jetzt in dem Konjunkturpaket und es gibt, glaube ich, von eine größere Bestellung. Wie sieht es da charttechnisch aus bei Nel Asa? Aktuelles Plus in der Aktie 4,9%. Mich jetzt hier mal orientieren. Also wir haben bei Nel Asa Juni 2019 noch eine Bodenbildung. Sind die volle Bewegung gelaufen bis zum 4,23er, haben da ein 1, 2, 3 Top ausgebildet, sind jetzt über das Top drüber gesprungen. Sind damit immer noch in der Zone, wo quasi ein 1, 2, 3 Top ein neues kommen könnte. Oder es entsteht jetzt hier dann eben ein sauberer Aufwärtstrend, wo wir uns dann quasi sukzessive weiter aufwärts bewegen. Kann aber auch jetzt von der neuen Korrektur ja, neues 1, 2, 3 Tief hier feststellen im März und April über 10,88. Und das ist hier der Chart der Referenzbörse in Oslo, in norwegischen Kronen. Und 1676 ist gerade angelaufen worden als 1,618er Extension. Und hier im 1-Minuten-Chart bildet sich bei der Nel gerade ein 1,2,3 Tief. Das ist, wie gesagt, jetzt der CFD auf die Aktie an der Referenzbörse in norwegischen Kronen. 1676 zu überschreiten auf 1-Minuten-Basis würde ganz kurzfristig hier quasi die 1,618er Extension als Unterstützung, als mögliche Unterstützung bestätigen. Und könnte dann jetzt hier in hellblau eingezeichnet diese Fibo-Levels nach oben zu möglichen Zielen machen. Unter 1676 würde dieser Test wieder in Frage gestellt werden. SPX bisher ohne 1, 2, 3 Tief, ohne Bodenbildung. J
Germany 30 im Grunde auch. Ja, das ist als 2 quasi als Rücksetzer ein bisschen wenig. Vor allem auch unbestätigt. SPX hat kein solches Tief. Was wäre übergeordnet bei der Nelle? Mögliches nächster Widerstand wäre die 2039, die 261er Extension. Die 1676 zu unterschreiten, nachhaltig würde bedeuten, es könnte ein Rutsch kommen bis 1451 bei Nell. US-Regierung hat offenbar eine Vorauswahl für den wahrscheinlichsten Kandidaten für die Impfstoffproduktion für ein Coronavirus selektiert. Darunter ist Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck und Pfizer. Reuters geht derweil davon aus, dass das eigentlich auf 750 Milliarden Euro begrenzte Ankaufprogramm PEP der EZB um 500 Milliarden Euro erhöht werden wird. PEP steht für Pandemic Emergency Purchasing Program, also Pandemie-Notfall-Kaufprogramm. Wie doch immer wieder neue Namen für eigentlich das Gleiche, das es davor auch schon gegeben hat, erfunden wird es. Tja, was ist das richtige Wort? Niedlich leicht, weil eines ist ja klar, die Zentralbanken können mit der Strategie, die sie gewählt haben, eigentlich nur einen Weg gehen, eben tiefer in diesen Kaninchenbau und nicht wieder rückwärts raus. Dieses rückwärts raus hat die Fed mal probiert gehabt mit Zinsanhebungen und mit Verkleinerung der Bilanz. Und das hat 2 Jahre lang Gewinnrezession oder sagen wir jetzt mittlerweile 1,5 Jahre Gewinnrezession bei den US-Unternehmen ausgelöst, einen sehr starken Dollar erzeugt und möglicherweise die Krise, die jetzt dann da ist, eben durch Corona auch nochmal verstärkt. Also die Menschheit bräuchte wahrscheinlich einen wie auch immer aussehenden realwirtschaftlichen großen Wachstumstreiber, der über Jahre, viele, viele Jahre geht, möglicherweise über ein ganzes Jahrzehnt für eine Sonderkonjunktur sorgt. Das könnte vielleicht die Geldpolitik aus dem Tief rausziehen. Aber solange wir von Krise zu Krise hoppeln und uns bewegen, wird das wahrscheinlich eher so ein Feigenblatt sein der Geldpolitik, dass man sagt, ja, eigentlich wollen wir das ja alles nicht, aber dass das der normale, das neue Normal ist,
der neue Normalzustand. Das, was die Geldpolitik veranstaltet, ist nun immer wahrscheinlicher. So, SPX hat gerade ein tieferes Tief abgelehnt, muss aber immer noch über die 3112. Ein neuralgischer Punkt hier im Germany 30 eigentlich bei 12,426, weil das der Impuls war. Korrektur höheres Hoch, Testpunkt 2 wieder höheres Hoch. 3,112, da müsst ihr drüber, eben um die Bestätigung auch zu liefern. SPX eigentlich der beste Indikator für den Germany 30. Aber der Zeitversatz ist eben oft ein Timing-Problem. Man muss sich im Germany 30 des Öfteren wird sich da im Germany 30 positioniert, bevor der SPX eine entsprechende Bestätigung liefert. Das hat sich in den letzten Wochen ein bisschen verschoben. Wir hatten vor Corona, mit Corona, im letzten Jahr, im alten Jahr, lief das fast synchron. Mittlerweile eilt der Germany 30 dem US-Markt voraus. Neil jetzt auch mit einer langen Impulskerze nach oben, übersteigt die 1,618er. Und wir haben jetzt 1, 2, 3 Tiefs im SPX und auch im Germany 30. Mit den braunen Fibonacci-Extensionszielen nach oben. Sandro fragt, frage mich nur, für was es Stützungen geben soll. Märkte sind ja kurz vor dem All-Time-High. Klar, aber wenn man dann sich die Unternehmen anschaut, die ja immer noch kein Geschäft machen, die brauchen Finanzierungsbedingungen, die adäquat sind. Und das gilt auch für die Staaten, die sich gerade massiv neu verschulden müssen, um Konjunkturprogramme durchzusetzen, wie jetzt die Senkung der Mehrwertsteuer. Das ist potenziell stark wachstumsstützend, was den Konsum angeht. Man hat es in Japan gesehen, wo sie eine Mehrwertsteuererhöhung gemacht haben. Das hat den Konsum abgewürgt. Das Gegenteil ist anzunehmen, dass das in Deutschland eben positiv wirken wird. Also alles kostet Geld, auch wenn das von der Börse erstmal gewürdigt wird, weil natürlich dann, so wie es die Regierung jetzt einer ausgedrückt hat, ein Minister, ich weiß nicht, wer es war, mit Wumms quasi aus dieser Krise rauskommt, dann kostet das ja alles Geld. Und die EZB sorgt dafür, dass das Geld billig bleibt. SPX aufpassen, geht hier gleich wieder unter die 3,112. 61,8er beim Germany 30 getestet. Das kann es auch schon gewesen sein. Wie gesagt, dass die Aktivierung da im SPX ist nicht besonders überzeugend.
Also wurden von der Bundesregierung, weil jetzt Santos schreibt und der Steuerzahler kann dann alles berappen. Irgendjemand muss es bezahlen, klar. Und das sind nicht die Aliens, die irgendwie auf der Erde landen, sondern sind wir am Ende des Tages zwangsläufig. Und ich finde es halt interessant, dass sie dann doch permanente Veränderungen, wie zum Beispiel die Soli-Senkung, die ja zu Anfang 2021 kommen soll, auch abgestuft, nicht generell jetzt schon vorziehen und generell abschaffen, also nichts Permanentes verändern, sondern sagen, okay, 6 Monate, zweites Halbjahr, temporär vorübergehend eine Mehrwertsteuersenkung. Das impliziert ja, dass dann da danach möglicherweise dauerhaft auch wieder eine Mehrwertsteueranhebung kommen könnte. Man sagt ja gut, zur Bezahlung von dem Ganzen ist jetzt halt die Mehrwertsteuer bei 20%. Das dann aber dauerhaft. Wäre denkbar, wenn die Konjunktur mitspielt. So, aufpassen jetzt, ist hier der Test. An der Stelle waren Käufer gerade da. Das wird jetzt gerade getestet. Ob die immer noch da sind. Nell rennt weiter nach oben, jetzt schon ein Plus von 9,5%, nachdem die 17,25 gehalten wurden. Und der Germany 30 muss jetzt über 12,426 wieder drüber. Ansonsten ist das, wenn es so stehen bleibt, wie es jetzt ist, eine bärische Bestätigung mit einer möglichen Folge bärischer Druckaufbau nach unten im Germany 30. Bestätigung wäre, dass der SPX jetzt ein tieferes Tief macht und damit die Bodenbildungsmöglichkeit über 3.112 zerstört. Warnzeichen ist diese schwache Aktivierung von dem 1.2.3 vor ein paar Minuten. Ist der Wille da für neue Positionsaufbauten im SPX, wie es zuvor der Fall war? Und Nell jetzt fast schon eine volle Bewegung gelaufen zur 4.23.6. Noch nicht wirklich ganz, aber hier aufpassen im 1-Minuten-Chart, ob hier jetzt ein 1-2-3-Top kommen könnte. Das Zeichen, dass der Germany 30 hier versucht, über die 4,26 zu gehen, muss das jetzt auch halten. Uli schreibt, das große Problem ist die zunehmende Erpressbarkeit durch Anleihegläubiger. Salvini hat eine kleine Kostprobe gegeben. Ja, wie heißt das Sprichwort? Wenn du der Bank 100 Euro schuldest und nicht zurückbezahlst, dann kommt das Inkasso-Unternehmen. Wenn du der Bank 10 Milliarden schuldest und kannst nicht bezahlen, dann bekommst du einen neuen Kredit.
Sehr interessant fand ich die Reaktion der Bundesregierung, auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel, auf die Forderung zum Wettbewerbsrecht von Verstappen zur Lufthansa-Rettung. Lufthansa muss ja 8 Flieger abgeben, 4 in München, 4 in Frankfurt mit entsprechenden Slots und Landerechten. Wenn dann die Flughäfen Franz Josef Strauß und auch in Frankfurt der Airport wieder voll ausgelastet sind zu dem Zeitpunkt. Also jetzt akut wird sich nichts ändern, aber das ist ja Wettbewerbsrecht, das die Bundesregierung ja mitentworfen, auch unterzeichnet hat, wenn der Staat sich direkt beteiligt an der Lufthansa oder an einem Unternehmen, um dieses zu retten. Dass man da dann Einspruch erhebt, ist halt dann schon interessant. Ja. Also erwartet man dann, dass es da eine deutsche Sonderregel gibt? Einfach nur, warum nicht? Also so geht es dann halt auch nicht in einer Gemeinschaft. Und natürlich wurde das bei Air France und bei Ryanair, die haben ja auch staatliche Kredite bekommen, aber da ist der Staat nicht direkt beteiligend eingestiegen. Ich glaube, dass sich deswegen der Staat auch beteiligen möchte, weil man Angst hat, dass die Lufthansa möglicherweise übernommen werden könnte, auch über eine feindliche Übernahme. Weil ja, die ganze Luftfahrtbranche weltweit massiv staatlich gestützt ist. Wenn man sich die asiatischen, arabischen Airlines, die Aeroflot in Russland anschaut, da hängt überall der Staat stützend mit drin. So, Möglichkeit für ein 1-2-3-Top bei Nel Asa. 17-17 norwegische Kronen zu unterschreiben würde bedeuten, 1-2-3-Top zu kreieren, das zu vermeiden, so wie es jetzt im Moment aussieht. Könnte einen bullischen Druckaufbau erzeugen mit einem neuen Hoch. Orientierungsmarke wäre da die 4-23-6er-Extension 17-56 auf der Oberseite. Neuralgischer Punkt und Widerstand jetzt 31961 im SPX. Germany 30 entsprechend 12435. Holla fragt, was wird denn heute von der EZB erwartet? Wenn die Prognose richtig ist, dann war der Markt eingepreist und es gibt Sell-Off, oder? Also das kann man im Vorfeld nicht sagen. Wäre schön, wenn das so wäre. Im Grunde, wenn genau das passiert, was erwartet wird, nämlich eine Anhebung um 500 Milliarden US-Dollar, dann kann es auch sein, dass einfach gar nichts passiert. Das ist meistens, wenn Wirtschaftsdaten und Events so ausfallen, wie es erwartet wurde, dann wo soll die Überraschung herkommen? Wo sollen danach dann erzwungene Anpassungen da sein? Wir haben jetzt, aber auf Stundenbasis muss man dazu sagen, haben wir ein 1-2-3-Top. Sollte das jetzt bestätigt werden,
der Gestalt, dass wir hier eben die 400, ja, 22, 423, 62 nicht wieder zurückerobern in der laufenden Stunde, da also nicht wieder drüber schließen, dann hätten, würden wir quasi mit einem aktiven 1, 2, 3 Top im DAX in diese EZB-Sitzung reingehen. Und dann könnte quasi auch mit dem, wenn also die EZB das macht, was erwartet wird, quasi der Trend von zuvor sich fortsetzen, nämlich dass sich das 1, 2, 3 hier weiter, weiter bewegt. Und es würde bedeuten, dass eben aus dem Aufwärtstrend seit Wochenbeginn eine Korrektur kommen könnte. Das ist das, was das 1, 2, 3 Top signalisiert. Sollten wir also hier unter dieser Marke bleiben, und darum geht es jetzt hier auch im Minutenchart, die 4,23 ist ja hier die grüne Linie, und er hatte Probleme hier ein 1, 2, 3 Tief auszubilden, auch der SPX unterstützt nicht wirklich, hängt eigentlich kurz über dem Tief, wo das 1, 2, 3 dann eben auch final zerstört werden könnte. Ja, also das wird gerade ausgehandelt, da geht es halt schon um was, wie positionieren sich die Marktteilnehmer vor der EZB-Sitzung, das ist genau das, was hier gerade gemacht wird. Aufpassen jetzt, ein LASA könnte ein 1, 2, 3 Top kommen und SPX die 3, 1 und 7 unterschreiten. So, 1, 2, 3 Top im Nel ASA ist aktiviert. Damit würde das bedeuten, wenn sie unter 17,17 bleibt, wären jetzt die grünen FIBO-Levels mögliche Anlaufziele. 17,17 wieder zu überschreiten, würde bedeuten, diese Top-Bildung, die wir jetzt haben, in Frage zu stellen.
Also Lufthansa, weil Lime Joe schreibt, Lufthansa muss nur Slots abgeben, Flieger nicht. Das stimmt so nicht. Es sind jeweils 4 Flieger in München, jeweils 4 Flieger in Frankfurt. Und an die Maschinen sind jeweils 3 Slots am Tag gebunden, also Start- und Landerechte. Das macht dann die 24 Flieger. Man spricht jetzt erstmal von Slots. Und die Slots sind an die Flieger gebunden. Aber es ist insofern richtig, was Limeshow sagt, dass derzeit nur an Slots das Ganze gebunden ist. Es ist auch an die Frage gebunden, ob eine neue Airline kommen wird, die diese Slots dann nutzen wird, oder ob das bestehende Wettbewerber sind. Wenn die bestehenden Wettbewerber ein Flugzeug haben, dann können sie auch mit dem fliegen. Ob dann die Lufthansa, falls sie kein Flugzeug haben, gebunden ist, eigene Flieger abzugeben, das scheint hier irgendwie mal teilweise in den Verhandlungen Teil von dem Ganzen gewesen zu sein. Ob das dann am Ende und wie das ausgestaltet wird, das scheint hier irgendwie noch offen zu sein. Aber man spricht hier bei den Slots auch immer über die Flugzeuge, weil die ja zwangsläufig dann am Boden stehen würden, weil die ja zu den Slots dann auch zugeteilt sind. Aber Fakt ist, dass wenn die Flughäfen München und Frankfurt überfüllt sind, wann auch immer das der Fall ist, dann kommt diese Regelung zum Tragen. Nun gut, Nel Asa testet Punkt 2, ist wieder über der 1717, stellt damit diese Top-Bildung ein wenig in Frage. Und Test von dem Punkt 2 ist insofern erstmal nichts Besonderes, was jetzt hier die Situation aufhellen würde, charttechnisch, wäre ein Vermeiden eines erneuten Schlusskurses unter 1717. SPX hat das Tief gehalten von dem 1-2-3-Tief. Germany 30 ist wieder über der 4,26. Gut, mein Kollege Konstantin Oldenburger ist 15.15 Uhr wieder online mit dem Barbecue, dann mit einem Wrap-up zu der EZB-Sitzung, zu dem, was passiert ist. Ich klinke mich an der Stelle wieder aus und sage vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann morgen wieder um die gleiche Zeit, wenn ihr mögt. Bis dann, Servus.